Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Kalinkas Küche. Heute möchte ich gerne euch präsentieren meine neue Küchenhilfe. Und das ist eine Heißluftfritteuse von Cossori. Die kommt so in so eine Verpackung. Diese Verpackung ist noch in einem Karton. Es ist wirklich sicher verpackt. Kann man nichts sagen. Es geht da nichts kaputt. Dazu mit diesem Gerät kommt auch ein Bedienungsanleitungsheftchen, ein Rezeptbuch mit 30 Rezepten von Frühstück bis zum Nachtisch, ein Heftchen als Garantie 2 Jahre und was würde ich euch natürlich sagen, müsst ihr unbedingt alles durchlesen. Es ist ein kleines Nachteil, ist, dass hier auf den Bedienungsleisten steht alles auf Englisch. Aber es ist wirklich kein Problem. Nicht so schlimm, dass da kommt mal gar nicht zurecht. Steht alles im Büchlein und steht auf Deutsch, was das zu bedeuten. Und wenn man das paar Mal gemacht hat, dann weiß schon Bescheid, wo und was muss man drucken. Erstmal einfach die Bedienungsanleitung lesen, wie mal wird es gereinigt, jetzt wenn wir neue bekommen, wie wird es gespült. Die selber Optik von den Heißluftfritteuse wirklich super. Alles so matt gemacht und da bleiben nicht so stark die Fingerabdrücke. Aber oben, die ist richtig edel. Es sieht man sogar, sieht er selber, so wie es glänzt, so in Glasoptik. Es sieht wirklich sehr schön aus. Erstmal werden wir ins Heftchen reinschauen und mal schauen, was die alles uns zu bieten hat. Die Stärke ist 1725 Watt, 6 Liter. Das ist ein wirklich sehr großer Korb. Schaut, da passt schon was rein, sogar für 3 und 4 Personen. Hier ist ein Rostgitter. Den kann man auch rausnehmen zum Saubermachen. Oder wenn ihr zum Beispiel macht Joghurt oder Teig stellt zum Aufgehen oder backt, dann braucht man den Rost nicht, dann kann man ihn rausnehmen. Er hat hier so ein Silikonecke und wenn man das reinmacht, muss man immer das eine Seite erstmal reinmachen und dann die andere einfach nur reindrücken. Und dann ist der fertig. Richtig schöner großer Korb. Habe ich schon Würstchen gemacht, schon ausprobiert für meinen Mann zum Grillen. Wirklich perfekt. Bedienung einfach. Wirklich. So, dann was haben wir dann noch? Wir haben hier, ich würde wirklich euch gerne raten, alles erstmal einmal durchlesen, dass ihr sicher seid, was ihr dürft, was ihr nicht dürft. Zum Beispiel wie so einfach Backpapier reinzulegen und vielleicht zum Vorheizen das mal anmachen, darf man nicht, weil es ist Heißluftfritteuse, sagt es von sich selber, dann wird es das Luft gewirbelt, dann fliegt das Papier nach oben und kann anbrennen. Steht alles hier drauf geschrieben. Papier darf man reinmachen, nur wenn ihr auf das Papier zum Beispiel Geflügel drauf liegt oder Gemüse drauf liegt. Ja, das kann man machen. Gibt es sogar spezielle, habe ich schon mal bei Amazon geguckt, es gibt spezielle Körbe, was man reinmachen kann, man so wie eine Auflaufform und so weiter. Dann ist das besser zu reinigen. Gibt es auch Formchen schon aus Papier, welche passen direkt in diese Form. Das ist auch ziemlich bequem. Ich habe mir einfach mal bei Würstchen braten, habe einfach ein Stückchen Backpapier drunter gelegt. Sonst Würstchen kann man auch auf die Gitter braten, wie auf einem Grill. So, die Bedienungsanleitung und das Buch, Kochbuch, ist auf 5 Sprachen. Auch natürlich deutsche Sprache ist dabei.
Und wer auch Kochtabelle, besser natürlich auf Kochtabelle manchmal auch mal reinschauen. Die Rezepte, was wir haben für die Backofen, die kann man auch umsetzen. Und hier, das steht auch Beispiele, wie man das umsetzt. Es nimmt dann Temperatur zwischen 4 und 10 Grad runter und 20% von der Zeit. Zum Beispiel, wenn wir müssen 20 Minuten Fleisch da braten, dann 20% von 20 Minuten, es ist 4, dann heißt es dann 16 Minuten, müssen wir dann angeben. Es ist wirklich alles einfach, wenn man ein paar Mal gemacht, dann weiß man schon auch Bescheid. Alles richtig lesen. Was diese Heißluftfritteuse uns gibt, die gibt es uns nicht nur als Heißluftfrittieren von Pommes und so weiter. Mit ihr kann man dörren, die hat auch eine Taste für Dörren, die hat für Backen, die hat auch für Fermentieren oder Teig aufgehen lassen oder Joghurt zum Beispiel machen, kann man das auch machen. Kann man aufwärmen Produkte oder warm halten, kann man auch gefrorene aus der Tiefkühltruhe kaufen, irgendwelche Hähnchenteile, Flügel und so weiter, kann man dann mit Frosttaste arbeiten, dann heißt es, wenn es gefroren, dann braucht man mehr Power und so weiter. Ja, ist Grillfunktion, ist Bratenfunktion, ist Heißluftfunktion, eigentlich alles, was wir brauchen. Die Lautstärke von der Heißluftfritteuse, gar nicht schlimm, ist wirklich mäßig. Ich werde es anmachen und ich werde selber das hören, wie das ist mein. Ertönt den Ton, dass wir es angemacht haben und dann können wir es anmachen. Aber erstmal gebe ich euch hören mein Absaugen von Herd. So laut ist mein Absaugen. Und jetzt machen wir hier Turbo-Programm. Machen wir Timer auf eine Minute und hören Sie, wie laut ist das. Das war's schon. Es ist wirklich angenehme, mäßige Lautstärke. Absolut nichts so sehr laut. Das ist genauso laut wie mein Heißluftbackofen. So. Das kann man natürlich auch anhalten und ausmachen. Warum wollte ich immer schon die Heißluftfritteuse haben? Wir sind zu zweit. Und wenn wir zum Beispiel nur zwei Brötchen wollen aufbacken und große Backofen anzumachen wegen zwei Brötchen, war wirklich nicht ökonomisch. Hier kann man das machen. Oder wenn wir wollen, ein kleiner Auflauf uns machen, oder nur ein paar Geflügel, vielleicht nur mal eine Keule oder ein paar Geflügel da reinlegen und nur mal anbraten. Ja? Oder mal Burger machen oder ein bisschen nur Gemüse machen, so wie Ofengemüse machen, aber nur für ein bisschen. Das nicht mal immer ein großer Backofen anzumachen. Und das wollte ich immer. Und außerdem mit der Heißluftfritteuse kann man auch die Pfannenrezepte auch machen, aber dann haben wir kaum Öl drin. Für die Knusprigkeit und so, dass es groß wird, empfehlen die auch ein bisschen mit dem Öl besprühen. Ja? Wenn mal Pommes oder Hähnchenteile, dass man nur ein bisschen besprüht mit dem, dass es größer wird. Aber nicht so, wie es in die Pfanne mal brät oder frittiert. Und das wollte ich immer schon ausprobieren. Wenn man gehacktes Klößchen ein paar Stück macht und so weiter, dann will man doch nicht große Backofen anmachen und das auf dem Blech machen. Und hier ist, finde ich, viel ökonomischer. Und wir werden natürlich auch ein paar Rezepte ausprobieren, dass ihr das auch seht, wie es das auch funktioniert.
Dafür gibt es auch schon Bücher, habe ich gesehen, bei Amazon. Kann man auch bei Amazon bestellen, die Bücher speziell nur für die Heißluftfritteuse. Ich selber habe es noch nicht. Weiß ich nicht, ob ich das werde brauchen, weil ich möchte gerne die Rezepte, was ich allgemein im alltäglich mache, in die Pfanne oder im Backofen, einfach an den Heißluftfritteuse anpassen und daraus probieren. In dem Rezeptbuch ist auch eine sehr schöne Tabelle. Verwendung der Kochfunktionen und dann hier gerade steht alle diese Bedienungsleisten, dass man weiß genau, was das von Englisch auf Deutsch bedeutet. Wenn hier steht Rost, wahrscheinlich auf Englisch wird so gesprochen, dann ist das Braten, ja, Grillen, das ist ja verständlich, Fronzen. Es ist gefroren, es ist wirklich alles einfach. Und dann steht, ob das muss man mit den diese Rostgitter machen, was Standardzeiten sind und kann man immer noch anpassen. Wenn man das erste Mal gemacht hat und hat gesagt, nee, das ist mir noch ein bisschen zu schlabberlich, da kann man ein, zwei Minuten noch dazu machen und größer es machen. Oder anderes Mal sagt man, nee, das ist mir zu groß, möchte gerne, dann macht man dann ein paar Minuten runter. Kochfunktionen, dann hier sind auch gleich Lebensmittel, Typ und Kochfunktion, die Größe, Temperatur, Zeit, alles steht hier dabei. Kann mal alles nachlesen und mal dann selber sich anpassen. Unbedingt auch diese Seite nicht vergessen, nachschauen, wie mal Rezepte umrechnen, wie man zwei gleichzeitig Produkte mal backt, das mit Öl ein bisschen besprühen, wie man reinigt und dann bei Panieren Tiefkühlprodukte wie man zubereitet. Auf jeden Fall ist alles gut beschrieben, kann man nichts was sagen, dass hier was nicht verständlich ist. Auf jeden Fall die Kossori, die sagen, dass von den Energie wird man 40% Ersparnisse haben. Mal schauen, ob das sowas natürlich stimmt. Muss man natürlich Vergleiche machen, aber so ein bisschen wie logisch mal nachdenkt, dann ich denke mir schon, das hat man ein gutes Einsparen, ob das jetzt mal kleine Gefäße aufwärmt oder große. Ich hatte gedacht, wir werden auch ein paar Sachen gleich ausprobieren, dass ihr es seht. Nur in kleinere Mini mache ich, dass mal die Lebensmittel nicht sozusagen verschwendet wird. Wir werden jetzt einfach mal zwei Brötchen aufbacken. Ich habe mir extra gefrorene Brötchen gekauft. So ein Sonntagsbrötchen und Laugebrötchen. Und die werden wir jetzt aufbacken. Erstmal den Korb raus. Lege da Brötchen rein. Richtig bis zum Einrasten rein. So, ich hoffe, es wird euch so besser zu sehen. Hier steht 165 Grad, 20 Minuten. Ich werde auf 150 runtergehen und backen. Wir nehmen erstmal nur 5 Minuten. Und dann können wir nachschauen und nochmal weitermachen. So, 6. Und Start. Und das ist die jetzt Lautstärke. So, wenn es das fertig steht hier Ende. Schauen nach unserem Brötchen. Sehen schon gut aus. Der Korb immer abkühlen lassen, am besten rausnehmen. Und jetzt schauen wir, wie groß unser Brötchen nach 6 Minuten bei 150 Grad. Hört ihr? Da. Perfekt, alles durch, alles schön. Kann man nichts auszusetzen. Wir haben Zeit gespart, wir haben die große unserer Backofen gespart, nicht anzumachen. In 6 Minuten haben wir unsere 2 Frühstücksbrötchen fertig.
Auf Seite 64 haben wir ein schönes Rezept für die geröstete Müsli. Und den möchte ich gerne nachmachen. Mache mir gleich ein bisschen Vorrat, weil meine Müsli sind alle. Dann muss ich nicht gleich ganze Blech machen, weil das größte Teil mache ich immer ganze Blech, wenn ich schon Backofen anmache. Sonst mache ich nur eine Portion und wenn ich wieder Lust habe, dann mache ich mir neue, aber vielleicht ein bisschen dann verändere, immer ein bisschen anderes mache. Den Rezept natürlich kann man ein bisschen umändern, nicht genauso wie hier es steht es machen, so mache ich jetzt auch. Wir werden alle Zutaten einfach in eine Schüssel erstmal geben. Gebe ich Haferflocken. Ich mache es alles mit so einer Tasse und gebe ich jetzt die Hälfte von der Tasse von dem Kürbiskerne und die Hälfte von der Tasse Sonnenblumenkerne. Wie gesagt, das Rezept für Müsli kann, braucht man gar nicht zu Rezept, kann man alles, was man selber gerne macht, einfach reinmachen. Dann habe ich hier noch Mandelstifte, so ungefähr 50 Gramm. Etwas Sesamsamen, die liebe ich. So ungefähr, die Gefäß ist 50 ml. Und wenn ihr wollt, die trockene Früchte machen, nicht gleich die reinmachen, sonst verbrennen sie. Lieber dann in heiße Müsli einfach einrühren und abkühlen lassen. Wenn ihr mögt, Kaschewkerne, oder auch so halbe Tasse, mehr nicht. Noch halbe Tasse. Kokosraspel. Ich liebe den Kokosgeschmack und so ungefähr halbe Tasse. Etwas Zimt, so ein Teelöffel kann man schon ruhig machen. Und vielleicht so Prise Meersalz. Danach kann man Ahornsirup nehmen oder Honig reinnehmen. Ich nehme Agavendicksaft, so prima Daumen und genauso ein bisschen Olivenöl oder Kokosöl. Nur, dass es ein bisschen so wie etwas zusammenklebt. Alles gut vermischen. So, und jetzt nehmen wir unseren Korb. Aus dem Korb nehmen wir den Gitter jetzt raus. Und arbeiten wir dann einfach nach der Zubereitung. Steht alles hier. Die Gitter rausnehmen, den Korb reinmachen und auf die Vorheizen erstmal drücken. Anmachen und dann vorheizen. Vorheizen auf 175 Grad. Hier steht 205. Gehen wir runter auf 175 Grad und an. So, vorgeheizt. Fertig. Jetzt holen wir heiße Korb raus und geben wir unsere Müsli rein. Immer vorsichtig. Wieder rein, das hier anhackt. Nehmen wir jetzt das Programm Backen. Temperatur steht hier 175 Grad und Zeit nur 7 Minuten. Und Start. Nach der Hälfte von der Zeit können wir wieder hier, wo der Start ist, nochmal draufklicken, das anhalten, so pausieren, bisschen umrühren, wieder reinschieben und weitermachen, dass wir gleichmäßig können es braten. Bis das da alles fertig wird, werde ich jetzt die trockenen Früchte, was ich jetzt habe, hier so ein Mix. Ich habe hier Aprikosen, Feigen, Äpfel, werde ich die klein schneiden. So, es ist jetzt die Hälfte von der Zeit. Mache ich kurz pausieren, hole das raus und rühre das. Ich kann euch auch zeigen. Schaut ihr, es ist schon oben richtig so knusprig. So, rühren wir jetzt mal um, stellen wieder rein und geht es weiter bis zum Ende. So, mit meinen Früchten bin ich auch schon fertig. Eine Tasse für diese Mähne wird auch reichen. Ich habe noch ein bisschen Cranberries auch reingemacht. Und da habe ich morgen schon ein schönes, leckeres Frühstück mit meinem selbstgemachten Müsli. So, Ende. Holen wir raus und schaut ihr selber. Wenn ihr denkt, das ist noch nicht genug,
dann könnt ihr noch eine Minütchen reinmachen. Aber ganz ehrlich, die Nüsse sind schon sogar geröstet. Deswegen will ich gar nichts mehr, Lena, machen. 7 Minuten voll ausreichend. Jetzt gebe ich noch die Früchte dazu. Alles schön umrühren. Und kann man oder auf irgendwelche andere Blech das abkühlen lassen. Aber wenn ihr das jetzt nicht mehr braucht, kann man auch in diesen Korb abkühlen lassen. Aber ich möchte euch nochmal zeigen, auch mit dem Fleisch. Deswegen mache ich jetzt mal das auf den Blech. Habe mich hier schon vorbereitet. Mache ich mal raus. Reinigen geht es auch wirklich sehr einfach, weil die Beschichtung ist richtig gut. Einfach mit weichen Lappen, mit Spülmittel, wenn es nötig ist, wenn es fertig ist. So, dann machen wir jetzt nochmal mit dem Hähnchenfleisch. Für die Hähnchenfleisch, kleine Hähnchenteile, machen wir wieder den Gitter rein. Füllen wir rein und werden wir auch vorheizen. Anmachen, vorheizen. Hier steht 200 Grad, 5 Minuten. Lassen wir auch so, weil es Fleisch ist. So, vorheizen ist es fertig. Jetzt nehmen wir den Korb raus. Ich belege es mit Backpapier. Da gibt es 2 Stück, kleinere. Sehr vorsichtig bitte, das ist wirklich sehr heiß. Und ich habe hier 3 so Geflügel mariniert mit so Sojasauce, bisschen Senf, bisschen so Tomatensauce und Gewürze. Und machen wir da rein. Hier auf Seite 68 haben wir auch Hähnchengeflügel, nur so mit trockenen Gewürzchen. Und es wird gebraten auf Heißluftfunktion. Das ist das bei 200 Grad 16 Minuten. Bei mir ist ziemlich feuchtere Gewürze, muss ich auf die Hälfte von der Zeit mal schauen, ob ich das umdrehen muss oder so. Jetzt geht es los. Mal schauen, was wir bekommen. Ich bin auch selber noch neu in diese Welt mit den Fritteusen, muss ich selber noch lernen. Aber das werden wir zusammen machen. Und wenn ihr natürlich Interesse habt, dass ich vielleicht mehr zeige mit dieser Fritteuse, dann schreibt mir unten in die Kommentare. Und wenn ich was zubereite mit Fritteuse, dann kann ich auch gleich Video machen. Wie zum Beispiel vielleicht mit Gemüse oder irgendwas, was ich gerne möchte mit Fritteuse auch zubereiten. Weil ich glaube, diese Küchengerät, es wird ein Zukunftsgerät. Ich glaube, es passt in die Küche 1:1. Aber das ist natürlich meine Meinung. Ich hoffe, das wird euch gefallen und ihr werdet sagen, oh nee, Luba, jetzt macht hier Werbung noch für die Fritteuse und so weiter. Aber warum eigentlich nicht? Weil ich finde, in der Heißluftfritteuse die Gerichte werden viel gesünder als in die Pfanne. So, es sind 7 Minuten schon vergangen, noch 9 Minuten, aber wir können mal schon reinschauen, was da ist und passiert. Gucken wir rein, weil ich habe auch Papier reingelegt. Es brutzelt alles schön und sieht sogar schon freundlich aus. Ich glaube, funktioniert wunderbar. Und jetzt geht es weiter. So, es sind jetzt 16 Minuten vergangen. Ich habe 2-mal nochmal aufgemacht und mal nachgeschaut. Einmal habe ich gedreht und schaute. Ich glaube, das wird schon reichen. Sieht sehr gut aus. Sehr gut. Groß, durch. Was will man noch mehr? So, liebe Freunde. Wir haben heute jetzt mit unserer neuen Fritteuse 3 Sachen ausprobiert. Davor habe ich noch Würstchen hier gebracht, auch ausprobiert. Jetzt stelle ich die jetzt mal abkühlen und dann einfach mit
Seifenwasser abspülen. So sehen unsere Hähnchenteile. Hm? Richtig gut. Unsere Brötchen, aber die noch in Tuch eingewickelt, da sind nicht so, werden kalt. Richtig schön knusprig. Schaut ihr? Alles gut geklappt. Und unsere Müsli sind auch fertig. Sie sind auch schon fast abgekühlt. Laura. So, Fazit. Ich bin voll zufrieden mit dieser Heißluftfritteuse. Kann nur empfehlen, jetzt braucht nur ein bisschen mehr Erfahrung, Schnelligkeit, schnell handeln mit Rezepten umrechnen und dies und das. Das ist aber wirklich keine große Arbeit. Fazit, dass diese Heißluftfritteuse Kasturi wirklich hat mich in alle Sachen überzeugt und ich bin mir 100% sicher, dass ich komme mit dir super zurecht und werde meine Rezepte auch hier nachmachen und ein bisschen da umändern. Es braucht man nur ein bisschen Zeit, sich ein bisschen dran gewöhnen zu neuen Gerät. Das ist aber egal, mit welchem neuen Gerät es kommt. Wenn er sogar nur mal Herd kauft, dann muss man mit neuem Herd auch erstmal zurechtkommen. So wird auch mit der Fritteuse. Ich bin selber zufrieden, kann es auch weiterempfehlen, diese Fritteuse. Ist die leise, sieht toll aus, für jede Küche passt als Design, wirklich super. Und was will man dann noch mehr, wenn man noch ein gesundes Essen in diese Fritteuse zubereiten kann. So, liebe Freunde, und wenn ihr so eine Fritteuse habt schon vielleicht oder wollt kaufen, dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Gerät. Teilt es mit mir, was ihr schon ausprobiert habt. Oder vielleicht kann ich irgendwelche Videos von euren Rezepten reinstellen und mit den anderen teilen. Es ist doch so toll, wenn wir miteinander was teilen und einer von den anderen was Neues lernen. So, liebe Freunde, bei mir ist es heute alles. Wenn ihr Fragen habt, stellt ihr die in die Kommentare. Ich stelle Link unten in meine Beschreibung für diese Fritteuse. Wenn euch das gefällt, dann könnt ihr auch euch bestellen. Ich wünsche euch alles Gute, liebe Freunde, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!